Ich grüße Sie. Was ist hier passiert? Glauben Sie mir, ich bin genauso überrascht von den Ereignissen wie Sie. Eben fahre ich noch nichts ahnend dahin und dann, boom, Auto kaputt. Ich habe alles, was ich brauche. Bin mal gespannt. Was hast du herausgefunden? Dass da jemand ganz dringend etwas miteinander zu klären hat. Redest du von uns oder geht es um den Fall? Den Fall. Die haben sich doch am laufenden Band gestritten. Ja. Und sonst? Mehr habe ich leider nicht. Okay. Er hat doch die Alkoholflasche gefunden. Warum wird denn das nicht angesprochen? Warum gibt es die Option nicht? Mit Beteiligten gesprochen. Ach, weil ich die falsch aufgestellt habe. Deswegen hat er nur 45% angezeigt. Ich habe gar keine richtig aufgestellt. 5 halbwegs richtig und eine komplett falsch. Richtige Auflösung, aber kein Geständnis. Nein. Ja, ich konnte das mit dem Alkohol aber nicht ansprechen. Jetzt weiß man nicht, ob ich zu doof war oder das Spiel. Ruhig. Ich möchte bitte keinen Kommentar dazu haben. Wir fahren mal hier hin. Na komm, wir können uns da ja auch hin teleportieren, ne? Ah, das geht gar nicht, ne? Doch, muss ein bisschen näher dran gehen. Komm, wollen wir mal die Beziehung ein bisschen weiter ausbauen? Jetzt fertig. Hä? Wir können los. Hä? Und was ist mit seinen Armen? Merkwürdige Sache. Ganz merkwürdig. Wir schauen uns hier mal um. Ach ja, hier oben wird immer gesoffen und gegrillt. Boom. Moin, Mahlzeit. Das sind die Kühe schon wieder, hä? Kleiner Unfall. Mittelgroßer Unfall. Fiddle Fahrstuhlmusik. Ein bisschen poppiger als Fahrstuhlmusik. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Oh. Also wir werden den auf jeden Fall weiterspielen, ne? Ganz klar. Eine Weile werden wir nur noch spielen, gerade wenn neue Patches kommen oder sowas, ne? Aber ich werde ihn jetzt nicht alle 3 Tage oder so, nur weil er neu ist, streamen. Nur weil wir damit jetzt mal über unsere 13 Zuschauer gekommen sind, werde ich den jetzt nicht ständig streamen. Ich sag mal so, alle Woche mal, alle 8 Tage so. Informationen. 2 Fahrzeuge sind in den Unfall verwickelt. Denk mal ein bisschen, was kommt da noch sonst auf jeden noch was? Fall. Derzeit liegen uns keine weiteren Informationen vor. Verstanden. Boah. Boah. Alter. Er hockt immer noch am Auto. Sprich mit den Beteiligten. Okay. Ich komme. Psst,
Ich grüße Sie. Was ist hier passiert? Glauben Sie mir, ich bin genauso überrascht von den Ereignissen wie Sie. Eben fahre ich noch nichts ahnend dahin und dann, bumm, Auto kaputt. Boom. Haben Sie eine Warnweste dabei? Sie müssen sie tragen, wenn Sie Ihren Wagen an der Autobahn verlassen. Richtig. Ja, ich auch. Tut mir leid. Beim nächsten Mal achte ich darauf. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Könnte es sein, dass Sie während der Fahrt abgelenkt waren? Geht es Ihnen gut? Sie klingen, als wären Sie etwas durch den Wind. Mir geht es besser als meinem Auto oder dem anderen Wagen. Wie geht es Ihnen eigentlich? Also, ehrlich gesagt, bedrückt es mich, dass ich nicht weiß, was hier vorgefallen ist. Aber damit kann ich Ihnen ja vielleicht behilflich sein. Dann erzählen Sie doch mal. Also, die Dialoge sind geil. Wo fange ich denn da am besten an? Es ist so viel passiert und alles so unglaublich schnell. Am Anfang. Hervorragende Idee. Also, wo war ich? Richtig, am Anfang. Da fuhr ich also mit meinem guten Freund Jackson dahin. Waren Sie nicht allein im Wagen? Nein, Jackson war bei mir. Haben Sie ihn vielleicht gefunden? Er muss aus dem Wagen geflogen sein. Wir sollten die Umgebung noch mal genauer nach Verletzten absuchen. Denken Sie, er könnte verletzt sein? Oh, bitte nicht. Das ist alles bloß meine Schuld. Wie genau sieht Ihr Freund denn aus? Er ist klein, der ist voll, etwas Mann. Eckig und vielleicht halb voll. Halb Ach, voll? Jackie. Ich glaube nicht, dass von einem Menschen die Rede ist. Die Befürchtung habe ich so langsam auch. Jetzt was genau Bing. Ist Jackson denn? Mein Freund. Das bringt uns wohl nicht weiter. Er meinte Jackie eigentlich. Wir suchen den Unfallort besser wirklich nochmal nach diesem Jackson ab und kommen dann hierher zurück. Danke. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Bleiben Sie bitte in der Nähe, falls wir weitere Fragen haben. Okay, das ist ziemlich witzig. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Da vorne liegt er. Diesmal musste ich die Unfallstelle nicht absichern. Da vorne liegt da sein Jackie. Na, das Zeug ist ja nicht ohne. Wenn das jemand beim Fahren intus hatte. Besser, ich nehme das mal mit. Ja. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Nicht wirklich. Wir sprechen jetzt Nein. auf den Alkohol an. Alter. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Nicht wirklich, nein. Alter. Hallo. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Das ging alles so schnell. Und so plötzlich. Und es war so laut. Konzentrieren Sie sich. Alles kann wichtig sein. Es tut mir leid, aber bitte geben Sie mir noch einen Moment. In Ordnung. Oh. Ich komme dann noch einmal auf Sie zu. Na, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Vielleicht einer was von der Brücke geschmissen. Okay, weiter raus. Schaden fotografieren ist schon was anderes. Aber eben gerade hat das einmal grün angezeigt. Dann war ich aber zu schnell wieder weg. Darum war ich halt so verwirrt, ne? Weil das halt angezeigt hat grün und dann weg. Dann hat er bestimmt gemerkt, oh, verdammt. Einmal angezeigt. Junge.
Genau. Der Krankenwagen fliegt auf jeden Fall. Wäre der Typ nochmal hier geblieben? Geht nicht. Wir versuchen es mal von hinten. Macht gar keinen Sinn eigentlich, von hinten fotografieren. Ganz verrückt. Oh, da lag noch was. Na, was haben wir denn da? Ein Handy. Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Überall liegt das gleiche rum. Hä? Eben gerade hat er wieder geflackert. Ach, das geht. Macht ja gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn, Luke. Oha. Warte mal. Das ist das blaue Auto. Die Skizzen sind echt komisch. Das ist das Auto. Sein bester Freund ist der Alkohol, ja. Müsste das so richtig sein? Ja, ne? Man kann ja auch gar nicht erkennen, wo hier was ist. Oben links? Hä? Da? Also das Auto hier ist ja richtig. Das ist das Schwarze da hinten. Und der Blaue hier auf dem Bild ist das Blaue hier. Und der müsste doch eigentlich so stehen. Doch, das hier ist das. Warte, ich gehe nochmal kurz raus. Wir gucken uns das nochmal an. Der steht so und der steht so. Den kannst du ja nicht drehen, da kannst du ja nichts machen bei dem. Hä, wieso denn auf der linken Seite? Das Auto steht doch so schräg nach da, gucke. Das Auto steht so schräg nach da. Und der steht zu der schrägen Seite hin so. Also zu der Seite hier. Also müsste es ja hier stehen. Leute. Man weiß ja auch echt nicht, wie genau die das haben wollen, ne? Also meinst du hier jetzt in dieser Ecke, wo ich gerade bin, da soll das Auto hin? Da bin ich mir gar nicht... Weiß es nicht. Die Skizze ist echt beschissen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Leute. Das steht doch niemals so quer. Naja, so stand es, ne? So. Oh. Ja, da sind beide Autos drauf. Und der muss nach da und nicht nach da. Das Blaue steht. Naja, ganz gerade ist es jetzt nicht. Problem ist aber, du kannst es so machen. Okay, so geht's auch. Warte, ich drehe nochmal nach da.
Ja, was ist hier eine Fahrspur? Vor allen Dingen, was soll dieses Gestrichelte da sein? Ich glaube nicht, dass diese gestrichelten Punkte die Fahrspuren bilden, weil dann würde ja der Grüne auf eine Fahrspur stehen und der Schwarze da hinten und der Schwarze steht ja auf beiden Fahrspuren. Nee. Aber das hatte ich vorhin auch gelesen, wie gesagt, dass da viele ihre Probleme mit haben, mit den Skizzen, dass das echt sehr, sehr genau sein muss, wo der steht. Der ist hinten rein und nicht an der Seite. Ja, aber er steht doch seitlich. Er ist da reingefahren. Aber er steht doch hier, der Blaue. Er steht ja seitlich. Also muss er ja auch seitlich hingestellt werden. Also er müsste... Die linke Seite muss vorne so abschließen. Warte. Ach, warte mal. Was sagen wir dazu? Aha. Aber das ist auch nicht oben links. Oder das ist auch nicht auf der linken Seite. Ja. Ja doch, jetzt schließt es ja genau hier. Gut, das seht ihr jetzt nicht genau damit ab. Aber die Skizze könnte man, finde ich, ein bisschen besser darstellen. Ne? So, dass man irgendwie einen Anhaltspunkt vielleicht einen kleinen hat. So. Sprechen wir die nochmal an. Ich will, dass der den auf dem Alkohol anspricht. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Von meiner Seite gibt's sonst nichts. Er spricht den nicht auf den Alkohol an. Das verstehe ich nicht. Du hast jetzt den Unfall gar nicht geklärt. Aber es gibt nichts mehr zu klären, anscheinend. Ich spreche nochmal mit der Alten. Also nochmal von vorn. Was ist passiert? Erstmal Warnweste. Sie gefährden sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer, wenn Sie Ihre Warnweste außerhalb Ihres Wagens an der Autobahn nicht tragen. Das wusste ich nicht. Kommt aber bestimmt nicht wieder vor. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Waren Sie vielleicht mehr auf das Auto hinter Ihnen als so auf den Verkehr vor Ihnen konzentriert? Ja, definitiv nicht. Denken Sie doch noch einmal darüber nach. Jetzt verwirren Sie mich. Ich habe nichts falsch gemacht. Wir gehen der Sache nach. Ja, ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? War es ja so gesehen eigentlich nicht. Es war einfach nur... Was meinen Sie damit? Was haben Sie gesehen? Naja, der andere Fahrer fuhr total unberechenbar. Mal etwas schneller, dann fiel er zurück und in Schlangenlinien ist er auch gefahren. Das würde zu den Spuren passen, die wir gefunden haben. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Gespräch beenden, das war's. Wollte gerade abschließen. Aha. Danke. Was ist mit dem Alkohol? Moment gewesen sein? Das verstehe ich nicht. Bleiben Sie bitte in der Nähe, falls wir weitere Fragen haben. Da Sie sich nun etwas beruhigt haben, nochmal fragen. Was ist passiert? Gespräch beenden. Danke. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Bleiben Sie bitte in der Nähe, falls wir weitere Fragen haben. Ihn nochmal? Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Von meiner Seite gibt's sonst nichts. Das war's. Und was ist der Unfall ist doch gar nicht geklärt. Hier liegt auch nichts mehr rum, was blau markiert ist. Wenn du auf Alt drückst, dann wird der untersucht, aber ist nichts mehr blau. Man kann ja nochmal den Kollegen fragen, ja. Oder... Können wir los? Noch nicht ganz. Ich schaue mich weiter um. Warte mal, ich guck mal im Kofferraum, ob man da vielleicht ein Alkoholtestgerät rausholen muss erst.
Kann ja auch sein. Nö. Das Einzige, was er da rausholt, ist die Warnweste. Können wir los? So, bin raus. Guten Nacht, Sabrina. Schön, dass du da warst. Und wir können los. Was hast du herausgefunden? Ich habe eine Flasche mit Alkohol am Unfallort gefunden. Aber ich weiß nicht, ob oder welche Fahrt. Ja, weil er sie nicht angesprochen hat drauf. Möglicherweise war sie bereits dort und hat überhaupt nichts mit dem Unfall zu tun. Du hättest doch sicherlich gemerkt, wenn einer der Fahrer betrunken gewesen wäre. Es gab aber nicht die Option. Ganz bestimmt. Richtige Auflösung, null. Super. Spitzmäßig. Ich verstehe es nicht.